Ja, schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich starte mal ein bisschen über mich. Ich habe das erste Mal mit dem Kernel Kontakt gemacht 2011 während meiner Bachelorarbeit. Da hatte ich mir gleich so ein großes Ziel ausgesucht, einen High-Throughput-Fair-CPU-Scheduler zu bauen. Was, naja, man hat viel Wissen angesammelt dadurch, aber das Ziel erreicht, naja, nicht so richtig, nur zur Hälfte. Seit 2013 bin ich dann Student, also als studentische Hilfskraft und dann als Fulltime-Kernel-Developer bei Pangotronics angefangen. Und da arbeite ich hauptsächlich an den IMX-Prozessoren von Freescale und alle Treiber, die da irgendwie betroffen sind. Die Hauptbaustellen waren so bislang FSL SSI, das ist so ein Soundtreiber für den Freescale-Prozessor, Pin-Control, also da, wo die IO-Muxe eingestellt werden. Device Tree ganz viel natürlich und andere Sachen. Und seit Anfang dieses Jahres bin ich dann mehr zufällig dann MBD-Maintainer geworden, weil ich seit langer Zeit mal wieder der Einzige war, der ein großes Feature irgendwie einführen wollte. Und der aktuelle Maintainer hat gesagt, ja, ich habe leider kaum noch Zeit. Also ich suche jemanden neuen, der den Review macht und die ganze Arbeit. Ja, und so bin ich dann zu MBD gekommen. Ich werde in dem Vortrag kurz darauf eingehen, was Network Block Device ist, wie es funktioniert, wie das Protokoll aussieht, was so die aktuellen Entwicklungen sind und was in der Zukunft noch, also in der nahen Zukunft passieren wird. Und dann mal schauen. Ja, Network Block Device. Wer kennt alles Network Block Device? So. Ah, okay. Ja, Network Block Device ist ein sehr simples Protokoll, um quasi Files von einem Host zum anderen zu exportieren. Auf dem Client kommt das Ganze dann als Block-Device an, also sowas wie eine normale Disk. Und das Ganze wird halt über TCP gemacht. Jeder Request, der am Client auf diesem Block-Device aufschlägt, wird dann über TCP an den Server gesendet. Der Server antwortet mit den entsprechenden Daten aus dem File oder schreibt das in das File rein. Es hat quasi nur Read- und Write-Support, mehr nicht. Und es gibt einen reservierten IANA-Port auf 10.809 für TCP, für MBD, auf dem halt die Server standardmäßig lauschen und die Clients hinconnecten. Ja, ich habe es schon angesprochen, es ist eine Server-Client-Architektur. Der Server ist an sich ein User-Space-Programm, was jeder starten kann, also auch als User. Es braucht keine Root-Rechte. Auch der Port ist ja außerhalb der 1024 Port-Range, sodass man keinerlei Rechte benötigt. Es exportiert Files oder Block-Devices. Also kannst auch zum Beispiel ein beliebiges File-Image von einem Dateisystem exportieren. Es muss nicht tatsächlich ein Block-Device sein. Jeder Export hat seinen eigenen Namen, über den dann dieser Export identifiziert wird, wenn der Client anfragt. Und es gibt mittlerweile sehr viel mehr Implementierungen als nur eine. Zum Beispiel NBD-Server, das ist die Standard-Server-Implementierung. Und dann gibt es noch QEMU-NBD und andere, soweit ich weiß, für OpenBSD zum Beispiel auch noch eine Implementierung. Dann gibt es den Client. Der Client ist aufgespaltet in zwei Teile, User Space und Kernel Space. Und insgesamt ist der Kernel Space dann halt für den Transfer von Daten zuständig und der Client ist, also der User Space Teil des Clients ist dafür zuständig, dass die Connection aufgebaut wird und die Negotiation gemacht wird. Also zum Beispiel, welcher Export wird benutzt, ist es Read-Write, welche Block-Size und so ein Kram alles. Nochmal genauer dazu, der User Space ist halt tatsächlich nur das Connection Setup. Der User Space Client öffnet halt den Socket, connectet sich über TCP zum Server und macht dann halt die Parameter Negotiation. Dazu sehen wir das auch später noch. Die Parameter, die dann dabei herausgefunden werden, werden über das IO-Control vom Block-Device an den Kernel weitergegeben und der Kernel speichert sich das dann und arbeitet damit. Es gibt, wie eben schon angesprochen, mehrere Implementierungen. Es gibt auch noch XNBD zum Beispiel. Auch auf Client-Seite gibt es da halt verschiedene. Im Kernel Space ist das Ganze dann recht simpel aufgebaut.
Man hat nur noch das Connection Handling der bereits offenen Connection. Der Socket wird vom User Space quasi in den Kernel Space übergeben. Und der Kernel Space macht dann quasi ein Block-Device auf dem man alles machen kann. Das ist meist irgendwie in /dev nbd 0 bis 16. Der Kernel-Part managt dann halt, welche Writes weitergegeben werden sofort und welche Reads etc. und macht halt im Grunde den Job da, wo der Durchsatz quasi durchgeht. Ja, Use Cases für NBD. Das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Es gibt, soweit ich auf der Liste gehört habe, einige Unis, die Thin Clients einsetzen. Und diese Thin Clients benutzen halt ein NBD, ein oder mehrere NBD-Block-Devices, um die Dateisysteme einzuhängen. Ist halt sehr praktisch, muss man nur ein einziges Image irgendwie updaten, startet die ganzen Kisten neu und hat ein geupdatetes System. Dann gibt's natürlich den Fall des Embedded Systems, wo man vielleicht einen Server hat, wo man immer mit dem Image ein Update macht und ganz viele Embedded Systeme, wo man halt das neue Image einfach starten kann. Dann brauchen die Embedded Systeme zum Beispiel auch überhaupt gar keinen Speicher mehr und können einfach nur noch so ein SPI-NOR oder sowas haben und können davon den Bootloader und den Kernel laden und der Rest kann dann über NBD passieren. Dann gibt es natürlich QEMU-NBD. QEMU-NBD ist ein Hilfsprogramm für QEMU, um diese Disk-Images, die QEMU benutzt, also sowas wie QCOW2 etc., in dem aktuellen, also in dem Host-System zu mounten. Das ist sehr praktisch. Da kann man dann halt direkt auf den Files arbeiten, die VM auch zur Verfügung hat. Man darf es nur nicht gleichzeitig machen, weil es ist nur ein Block-Device. Als letzter Punkt, der mir bekannt ist, wofür es benutzt werden kann, ist für die Entwicklung von Systemen, zum Beispiel Embedded-Systemen, wo man einfach irgendwie aus einem BSP, also einem Build-Support-Package, Board-Support-Package, halt irgendwo eine SD-Karte rausbekommt. Und die SD-Karte muss man ja eigentlich erst flashen und dann in das Device stecken. Es ist viel praktischer, wenn man das SD-Image direkt testen kann, indem man über NBD das Ganze exportiert und auf dem Device bootet. Das spart etwas Zeit. Gehen wir weiter zum... kleine Frage. Kennt jemand noch irgendwelche Anwendungen, wo es vielleicht eingesetzt wird? Ja. Zum Protokoll. Wie ich bereits erwähnt habe, ist das Ganze sehr einfach aufgebaut. Wir haben am Anfang vom Server, wenn wir eine Connection aufmachen, bekommen wir den NBD-Magic. Das ist tatsächlich ein String, NBD-Magic. Damit wissen wir, dass es NBD ist. Danach kommt quasi ein weiteres Magic, was uns sagt, welche Version es eventuell ist und ob es passt zu unserem Client. Zum Beispiel, was ich jetzt gestern rausgefunden habe, als ich die Demo für heute vorbereitet habe, ist, dass QEMU NBD hier einen anderen Magic verwendet als der NBD Server. Das ist ein bisschen tricky. Also scheinbar limitiert QEMU NBD irgendwie auf die QEMU Clients, die da connecten wollen. Dann haben wir 16 Bits Global Flags. Das ist eher so Flags, die dafür da sind, um zu sagen, also welche Features angeboten werden und welche Implementierung das tatsächlich ist, sodass man da backwards compatible bleiben kann, für wenn man Updates macht im Protokoll. Und der Client antwortet dann halt ebenfalls mit Flags, die dann besagen, ob man diese Flags auch unterstützt selbst, etc. etc. Ja, das ist der Negotiation-Part. Dann geht es weiter mit den Options. Options im Plural, obwohl es eigentlich nur eine wirklich sinnvolle Option gibt, nämlich die Option, den Export anzugeben, den man haben möchte. Die restlichen sind eher nur experimentell oder sowas wie, ich möchte jetzt doch nicht connecten, obwohl ich das angefragt habe. Oder man kann halt sich die Liste aller Exports anzeigen lassen. Eine Option ist wieder mit so einem Magic versehen, damit der Server weiß, oh, das ist eine Option, die wir hier bekommen. Dann 32-Bit, welche Option das ist. 32-Bit, wie lang die Daten an dieser Option sind. Das kann auch null sein, wenn wir zum Beispiel anfragen, wie viele oder welche Exports
existieren auf dem Server. Und darauf antwortet dann der Server mit 64 Bits einem Reply Magic, 32 Bits Optionen, um das wieder zu matchen, und wieder eine Option Reply Length. Ja. Und hier kann dann zum Beispiel noch Daten drinstehen. Wenn wir zum Beispiel einen Export anfragen vom NBD-Server, dann bekommen wir die Informationen, welche Größe der Export hat, ist er read-only, etc., etc. Das kommt dann hier alles mit. Ja, und das ist auch eigentlich schon der komplette Teil, um die Verbindung aufzubauen. Als letzter Teil kommt dann die Transmission an sich, wo wir Daten zum Server oder vom Server empfangen. Das sieht ein bisschen größer aus, ist es aber auch nicht. Wir haben wieder ein bisschen Magic hier vorne, weil wir das so gerne mögen. Dann haben wir hier 16-Bit, was für ein Command wir senden. Zu den Commands komme ich gleich noch. 16-Bit-Typ. Dann den 64-Bit-Handle, der ist ziemlich wichtig, damit wir intern im Kernel-Treiber die ausgehenden Requests mit den eingehenden Antworten wieder zusammenmatchen können und sagen können, wozu die eingehende Antwort gehörte. Und dann haben wir wieder 32-Bit-Länge. Zum Beispiel, wenn wir schreiben wollen, dann hängt hier hinten noch die Daten an, die wir schreiben wollen. Und der Server antwortet natürlich wieder mit Magic, dann einem Error-Code, wenn der Request fehlgeschlagen ist, dann einem Handle, dem Handle, den ich eben bereits erwähnt hatte, um das wieder zu referenzieren auf diesen Client-Request. Und wenn es sich um einen Read handelt, kommen hier natürlich die Daten, die gelesen wurden. Ja, genau. Da fehlt eine Länge. Ja. Hier gibt es die möglichen Commands. Also wie gesagt, das ist alles sehr simpel. Es gibt nur Command Read für wir wollen etwas lesen von einem bestimmten von einer bestimmten Position. Wir wollen etwas schreiben. Command Disk ist nichts mit einer Disk, sondern Command Disconnect. Das heißt, wir wollen die Verbindung abbrechen. Dann gibt es Command Flush. Wir wollen alles schreiben, was wir haben. Und Command Trim für SSDs oder so im Hintergrund, dass da Command Trims durchkommen. Ja, weiter zu den aktuellen Entwicklungen. Also da ist ein sehr kleiner Treiber ist, gibt es ja jetzt nichts Großes Spannendes, aber halt kleinere Entwicklungen, die Dinge möglich machen. Zum Beispiel hat NBD auch die Möglichkeit, Timeouts zu setzen. Diese Timeouts sind dafür da, um die Verbindung abzubrechen, wenn der Server in einer bestimmten Zeit nicht reagiert hat. Die vorherige Timeout-Detection, die implementiert war, hat sich immer auf ein Senden oder ein Empfangen, eine Empfangs- oder Sendoperation bezogen. Und wenn die über diesen Timeout hinausgegangen ist, wurde die Verbindung gekillt. Problem ist dabei, es gab einen Bug-Report im Debian Bug-Tracker, wo jemand gefragt hat, oh, das funktioniert alles nicht so gut mit meinem RAID 1, was auf zwei NBD-Devices läuft. Ich hätte gerne ein normales, ganz schnelles Fallback auf den zweiten NBD, auf das zweite NBD-Device. Und da war diese Timeout-Detection nicht hinreichend. In 4.3 gibt es jetzt einen Patch, der das fixen soll, hoffentlich. Er wurde getestet, soll wohl funktionieren. Ich habe den selber auch natürlich getestet. Es scheint zu funktionieren, aber die Testabdeckung auf einer Mailingliste, die nicht sehr gut besucht ist, ist natürlich immer ein bisschen fraglich. Also, wenn ihr NBD irgendwann benutzt und irgendwelche Bugs findet oder so, gerne auf die Mailingliste schreiben, dazu komme ich später noch. Ja, was ich implementiert habe, um das Ganze zu umgehen, ist, dass man nur noch einen Timer hat, der diese Verbindung überwacht. Und wenn diese Verbindung zu schlecht wird und wir zu wenig Antworten vom Server bekommen, dann wird halt die Verbindung gekillt. Das Ganze basiert nicht mehr auf einzelnen Sends und Receives, sondern es basiert insgesamt auf der Verbindung.
Das heißt, sobald wir eine Nachricht vom Server bekommen, denken wir, aha, er lebt noch, alles gut, wir setzen den Timeout zurück. Oder wenn wir halt das erste Paket senden, ohne dass irgendein anderes Paket noch vom Server bearbeitet wird, dann ziehen wir diesen Timer auch auf. Sobald der Timer abgelaufen ist, wird dann halt die Verbindung gekillt. Das Ganze ist so implementiert, dass wir keine extra Logs benötigen. Nur dieser Timer-Code, der existiert, hat intern Logs, um den Timer aufzusetzen, und alles andere wird nicht benötigt, sodass wir da hoffentlich keine Performance-Einbußen haben, wenn wir gleichzeitig senden und receiven. Dann auch in 4.3 eingeführt. Es gibt jetzt das erste Debug-FS für NBD, wo dann halt so ein paar Basic-Daten drinstehen. Zum Beispiel die involvierten Tasks, die für das NBD benutzt werden. NBD hat zwei Tasks jeweils, einen Receive-Thread und einen Send-Thread. Und die beiden werden dort angezeigt. Dann wird angezeigt die Größe in Bytes dieses Block-Devices, der Timeout, der aktuelle, die Block-Size und die aktuellen Flags. Das ist eher eine Kleinigkeit, aber in der Zukunft hoffentlich auch ein paar Statistikwerte, die da vielleicht reingehen. Wie lange hat der Server gebraucht, um für einen Request zu antworten, etc. etc. Das ist dann alles vorstellbar. Ja, Future Problems and Developments. Es gab einen weiteren Bug-Report bei den SystemD-Leuten, dass SystemD nicht weiß, wann ein NBD-Device connected ist oder nicht, und entsprechend intern dieses Device eventuell nicht als ready markiert ist und entsprechend nicht behandelt wird. Das muss natürlich gefixt werden. Ich habe eine Implementierung dafür gemacht bislang, die dann klar differenziert zwischen connected und disconnected. Wenn ein Device disconnected ist, ist die Größe des Block-Devices, dieses NBD-Devices, 0. Wenn sie connected ist, ist es die reale Größe. Und sobald die Größe sich ändert, gibt es halt ein UDEF-Event, sodass es beim SystemD ankommt. Getestet habe ich leider noch nicht, aber ich hoffe, es läuft damit. Wird dann wahrscheinlich in 4.4 reinkommen. Ja, das ist das, weshalb ich überhaupt NBD Maintainership übernommen habe. Wir hatten angefangen bei Pangotronics ein, kennt jemand NFS-Root? Ja, dass man halt Root-Device, also an einem Embedded-System ein NFS-Root oder ein anderes Root-Device über Netzwerk halt benutzt, und so dann halt ohne Init-RAM-FS oder sonstiges ein Device booten kann, ohne viel Probleme. Was diese Extension machen soll, ist in den Kernel-Code selbst die Negotiation einbauen vom Client. Eine simple Negotiation, die nicht alles kann, was der Client kann, etc., aber die zumindest sowas machen kann wie, oh, da ist mein Server, ich connecte dahin und benutze das Block-Device von dort. Hier sind mal die Command-Lines. Hier ist die normale NFS-Root-Command-Line, die man benutzt. IP gleich DHCP bedeutet, dass der interne DHCP-Client vom Kernel benutzt wird, um die IP zu bekommen. Das Gute daran ist, dass zur IP auch die anderen DHCP-Informationen kommen. Also sowas wie, wo ist mein Boot-Server? Ich glaube, das heißt Boot. Und das ist wieder eine IP, die man benutzen kann, um zum Beispiel sowas wie den NFS-Server zu finden, in diesem Fall, oder halt auch um den NBD-Server zu finden. Root gleich def-NFS und NFS-Root gleich slash NFS-Export, das sind halt die Parameter für das NFS-Root. Und das Gleiche kann man halt auch für NBD machen. IP gleich DHCP, damit wir die IP vom Server bekommen. Root gleich slash def NBD-0, um das NBD-0-Device zu benutzen. Und der letzte Command sagt, ich möchte den Export-Root-Device von dem NBD-Server benutzen und davon das NBD-0-Device mounten oder connecten. Der Vorteil davon ist natürlich, dass man eine sehr simple Möglichkeit hat, zum Beispiel andere Devices damit zu booten und sehr schnell damit testen kann. Was man vorher hatte, war, dass man zum Beispiel den NBD-Client in einen Init-RAM-FS oder in einen RAM-Disk reinbauen musste, um dann einen kleinen User-Space zu starten, der dann wieder die Connection zum NBD-Server aufbaut.
der dann wieder weiter booten kann in den echten User Space. Das umgehen wir damit komplett und brauchen das nicht mehr. Das hat den Vorteil, dass wir sehr schnell damit entwickeln können. Wir müssen nicht erstmal schnell eine Initram-FS zusammenbauen etc. Außerdem haben wir keine RAM-Benutzung durch das Initram-FS, was wir sonst hätten. Durch das NBD haben wir dann quasi kaum RAM-Belastung. Außerdem kann man natürlich ein VM-Image damit benutzen, um eine echte Hardware zu booten, was sehr vorteilhaft sein kann. Nachteile. Wie auch NFS-Root hat NBD-Root dann keinerlei IPv6-Support, weil das schlichtweg nicht implementiert ist im Moment. Das ist alles IPv4 leider noch. Vielleicht setzt sich irgendwann mal jemand dahin und implementiert das. Das wäre super. Außerdem sind natürlich Disadvantages, man hat keinen parallelen Write-Access, also keinen parallelen Schreibzugriff von mehreren NBD, also mehreren Geräten, die von NBD gebootet haben. Es ist halt nicht wie NFS, sondern man hat einfach gar keine Logs. Und es kann potenziell alles kaputt gehen, wenn man nicht aufpasst. Aber wenn man alles read-only mounted, ist das alles überhaupt gar kein Problem. Kann man mal ausprobieren, ja. Zur Implementation. Wie ich schon bereits gesagt habe, im Kernel habe ich eine kleine Implementierung des NBD-Clients gemacht, die Negotiation macht. Das ist alles super einfach und simpel. Es werden zwei kleine Threads im Kernel-Space gestartet, die für Receive und Send benutzt werden. Und dann haben wir halt das Connected NBD-Device, von dem wir ein beliebiges Filesystem öffnen können. Das kann ich auch gerade mal zeigen. Also was wir hier oben, ich mache es mal größer. Sieht das jeder? Was wir hier oben haben, ist ein QEMU-NBD. Also ich habe irgendwo eine VM. Das ist das VM-Image. Test VM QEMU QCOD 2. Und das möchte ich gerne auf dem Host auf NBD 0 connecten, auf den Ports 1, 2, 3, 4, 5, weil ich möchte nicht den Port blockieren für den anderen NBD-Server, den ich gleich starte. Und was das tut, ist... eventuell habe ich noch... ich hatte noch eine Instanz laufen, deswegen hat er sich beschwert. Aber jetzt habe ich einen QEMU-NBD auf NBD 0 connected mit der VM, mit dem VM-Image. Was ich jetzt tue, ist, ich starte mal die VM. Das ist ein ganz normales Debian, bloß ohne das ganze LVM-Zeug, weil es das einfacher macht. Und hier ist nichts weiter drin, außer Bash-Kram und Profile. Und dann schreibe ich mal das Datum in ein File. Das ist jetzt hier. Da steht das aktuelle Datum drin, was man kaum lesen kann, aber da steht das. Und dann mache ich die VM einfach wieder aus. Wenn sie ausgehen möchte. Jetzt. Und dann habe ich hier unten eine weitere Konsole. Und was ich hier tue, ist, ich starte einen NBD-Server mit einer Konfiguration. Die Konfiguration kann ich auch gerade mal... Die Konfiguration sagt einfach nur, ich habe hier NBD 0 Partition 1, die ich exportieren möchte. Und der Exportname ist NBD Root Device. Oder rootdev. Das muss ich jetzt als Superuser starten, weil die Partition NBD0P1 ist natürlich nicht von mir in eine UDEV-Regel eingetragen worden, sodass das als User funktionieren würde. Und dann habe ich hier meine zweite VM. Da gehe ich mal hier kurz noch auf den
Also QEMU-VMs haben die, oder Virt Manager hat die Möglichkeit, dass man die Konsole direkt angeben kann. Also die Kernel-Arguments, die man übergeben möchte, sowie ein Image, was man booten möchte, also ein Kernel-Image. Und hier habe ich die Sachen angegeben, um direkt vom MBD-Root-Device zu booten. Und dann starte ich die VM mal, gehe auf die Serielle und da sehen wir auch schon, dass wir und hier sieht man, ich habe in den Kernel-Code ein bisschen was reingepackt, nbd connected slash dev slash nbd0. Also an der Stelle hat er dann verbunden. Dann weiter unten hat er das rootfs gemountet. Und jetzt bin ich hier eingeloggt und kann auf das File, was wir gerade angelegt haben, zugreifen. Und es ist der gleiche Inhalt. Nur, dass wir halt nicht die ganzen QEMU-Layer benutzen, sondern halt über NBD das Ganze booten. Gibt es dazu Fragen? Gut. Ja. Das ist alles unverschlüsselt, ja. Das heißt, wenn man da sensitive Daten hat oder man irgendwas, falls es den eben quasi. Ja. Also es gibt auch eine NBD-Extension, die irgendwas mit TLS machen soll, aber das habe ich noch nie ausprobiert und das ist eher clientseitig. Ja. Es gibt ein Pseudo-Standard-Dokument, was das Protokoll sehr gut beschreibt, sodass es auch andere implementieren können. Also es ist entsprechend nicht nur Linux, sondern auch für OpenBSD ist, glaube ich, eine Implementierung da. Theoretisch ist der Gedanke, dass es ein echtes Protokoll ist, aber es ist halt nicht offiziell standardisiert. Ja? Das ist TCP, also da musst du deinen TCP-Stack befragen, wie groß das sein soll. Ja. Also im Grunde wird über NBD halt die Größen von den Requests geschickt. Also wenn du einen Read von 4096 Kilobyte machst, dann wird das auch so über die Leitung gegeben. Was TCP daraus macht, ist dann noch eine andere Sache. Zusatzfrage zum Thema Verschlüsselung. Das ist auch, wenn ich es richtig gesehen habe, komplett unauthentisiert. Ja, genau. Das ist aber leider nicht ganz so einfach zu fixen, wie die Verschlüsselung von Jein. Also im Grunde. Das funktioniert, würde das funktionieren? Weiß ich nicht, aber im Grunde ist der Gedanke, dass man den NBD-Client weiter aufbauen kann, durch die Options zum Beispiel. Es gibt Optionen, um da Authentifizierung drauf zu machen. Ich weiß nicht, inwieweit die getestet sind, weil das bislang nicht mein Use Case war. Aber theoretisch ist das einfach in einem Protokoll erweiterbar. Auch außerhalb des Kernels. Weil die Connection halt von jemandem anders aufgebaut wird. Nicht vom Kernel, sondern zwischen zwei User-Space-Programmen. Entsprechend hast du da alle Möglichkeiten, die du über Libraries machen kannst. Ja. Und dann muss sozusagen der File, also der Socket-Descriptor, dann in den Kernel übergeben werden. Und der macht da nur noch diese Daten. Genau. Ja. Naja. Ja. Hat die so verstanden, dass der Server das jetzt nicht verhindern würde, wenn da mehrere Clients gleichzeitig dasselbe Device haben? Genau. Ja. Man kann im Server halt nur einstellen, ob man Read-Only für alle hat oder Read-Write. Was der Server auch kann, ist Copy-on-Write. Das heißt, alle Writes, die zurückkommen, werden in ein anderes File geschrieben. Ja, das sind so die Möglichkeiten. Ja, dazu komme ich gleich noch. Was aussteht, ist Performance Measurements und insgesamt Tracing, wie gut der Kernel performt und der Server. Das ist alles noch offen und nicht gemacht worden. Ja,
Ja. Im Moment ist es nicht geplant. Aber du kannst gerne Patches senden. Oder du kannst auch gerne mal auf die Mailingliste schreiben. Ich mache. Ich mache nochmal kurz weiter mit weiteren Problemen, die NBD noch hat. Zum Beispiel, wie man gemerkt hat, man muss als User interaktiv den Programmen, die NBD benutzen, mitteilen, welches NBD-Block-Device frei ist und welches es benutzen kann. Sonst geht das alles kaputt. Das ist auf jeden Fall ein Issue, was mal gefixt werden muss, sodass Programme das selber anfragen können und selber NBD-Devices erstellen können, sodass man da auch race-free mehrere Programme als NBD-Clients verwenden kann. Da gibt es aber noch keinerlei Implementierung, nur ein paar Ideen, wie man das macht. Aber ja, das kommt noch irgendwann. Ja, und sonst gibt es hier noch, das ist die URL von dem aktuellen NBD-Server und Client im User Space. Das ist die URL vom Kernel Tree, der dann immer gepusht wird Richtung Jens Axbo. Das ist meine E-Mail-Adresse und das ist die Mail-Adresse von der Mailingliste. Habt ihr noch weitere Fragen? Ja. Ich habe es richtig verstanden. Es kann nur ein Device stellen. Nur ein Nutzer ein Device stellen. Ich kann nicht konfigurieren, ich nutze dasselbe Device. Doch, auf zugreifen können Sie, aber es ist halt immer schwierig, wenn man Read-Write hat, weil die alle auf ein Block-Device gehen. Ja. Ja, also könnte man sicherlich mal ausprobieren. Wenn das nicht funktioniert, dann müsste man das halt entsprechend fixen. Ja, das wäre cool. Aus Sicht von Linux-Block-Devices können wir den ganz normalen Page-Cache benutzen, der halt zum Beispiel bei NFS so nicht verwendet wird. Das heißt, wenn das Client-System ein Programm hat, dann zum Beispiel Build-Only-Mounted, dann hat man nach kurzer Zeit alle relevanten Sachen gebracht. Und sehr performant dann. Ja. Das ist kein Synchronisierungs-Overhead mit dem Server mehr. Eine weitere Frage sind, würde ich sagen. Vielen Dank, Markus.